Julian Hauser, heute Punkteteilung. Wie geht es einem danach? Ja, erstmal ein gewonnener Punkt heute auf jeden Fall nach dem Spielverlauf. Wir haben uns dann in der ersten Halbzeit selber halt geschadet mit der Aktion. Ich habe es nicht gesehen, keine Ahnung. Lienrich hat es wohl gesehen, ich weiß nicht, was der Kahn gemacht hat. Und dann haben wir es eigentlich in der zweiten Halbzeit gut verteidigt und haben, glaube ich, dem VfB eine Chance zugelassen. Und sonst haben wir eigentlich den Laden dicht gehalten. Ganz seltsames Spiel. Gute Torschancen gab es so gut wie gar nicht. Obwohl, in der ersten Halbzeit war ein Pfostenschuss, der eigentlich rein muss. Der ist allein vom Torhüter, der Pad. Und ansonsten, ja, ist halt schwer, wenn du halt zu 10 bist und du kommst vorne einfach in die Box rein. Und ja, das ist halt, wenn du halt zu 10 spielst, ist immer schwer. Also am Schluss einfach abwischen und sagen, mit einem Punkt zufrieden nach Hause gehen. Ja, heute war das auf jeden Fall das Maximum. Also mehr ging heute nicht, mehr war nicht drin. Und dann müssen wir einfach mal sagen, okay, ein Punkt, 0-0, ist heute Maximum. Mehr ist nicht drin gewesen. Warum kommt ein Supermann? Ja, Manuel Plum, heute muss man auch mal mit einem Punkt zufrieden sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir hätten in der ersten Halbzeit ganz gut angefangen. Wenn der Pat das Ding zum 1-0 macht, denke ich, wird es ein ganz anderes Spiel. Nach der roten Karte wollten wir den Punkt. Wir hätten noch zwei, drei gefährliche Aktionen nach vorne gehabt. Schade, dass wir der Lucky Punch gesetzt haben. Vielleicht wäre es auch zu viel gewesen heute. Aber im Großen und Ganzen sind wir mit dem Punkt auf jeden Fall zufrieden. Man hat dann in dem Fall Punkt für Punkt zum Klassenerhalt. Wir haben nicht verloren daheim. Von dem her alles gut. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Jetzt sind es 37 Zähler. Ja? Wie viel fehlen denn noch zum Klassenerhalt? Ich denke, 5 Punkte. Dann sind wir safe. Dankeschön.